bin frei! Drück mal B. Für die nächsten 10 Minuten. Ja. Weil ich mir Zeit lasse. Ich warte, bis du wieder da bist und sowas. Ja, ich verschaffe mir auch in anderer Hinsicht Befreiung. Befreie dich vom Hass. Ich hab die Steuerung vergessen. Wow. Ich habe gerade auf eine Gepardenlänge Abstand den Gepard gehittet. Ich frag mich noch immer, wie du das mit dem Hin- und Herwerfen machst, aber okay. Mit dem Nutratiergarten? Mit dem über die Schulter schmeißen oder was meinst du? Mhm. Was von beidem? Ja, mit dem über die Schulter schmeißen. Eigentlich kannst du den nächsten Continuum auch machen, weil ich 8 Leben hatte. Ich fand das eigentlich nur gerecht. Die Mathematik spricht gegen dich. Bei mir passiert da nie was. Oh, ich hoffe, dass ein Lümmel aus dem Gebüsch gesprungen kommt. Es ist gern gesehen und gern hingenommen. Ja, wenn man es halt gewollt reproduzieren könnte, wäre es halt am schönsten. Mhm. Ich hätte von oben X gedrückt, das wäre fast schief gegangen. Gut, dass du es nicht so laut gesagt hast, dass es gehört hätte. Mhm. Das ist eine ganz schön lange Pause, wieso? Ja, es ist irgendwie nicht ganz so rhythmisch, wie es eigentlich sein sollte. Ja. Und vor allem, wenn man hier drin war, finde ich es immer interessant, dass der Tropfen hier einfach ausbleibt. Mhm. Despawn. Ja. Na, jetzt kommt die da noch. Oh, dieser Fuck-Tropfen. Und der zweite ist. Die nicht wird mir spallen. Jetzt kommt hier ein Jährig. Das hättest du mir vorsagen müssen. Ich packe jetzt gleich noch eine Flattermax davon rum. Und jetzt ist der Weg frei. Aber da ist doch irgendwo ein Tropfen. Nein. War doch ganz easy. Oh Leute. Kommt da noch ein? Das ist manchmal erschreckend, ne? Ich höre manchmal komische Geräusche. Nicht so weit. Ja. Denk dran, Papa hat ein schwaches Hemd. Egal. Geh weiter. Was? Als hätte er ihn nie getroffen. Mhm. Also mal ehrlich, das kam mir so vor. Ja, schade. Immerhin hatte ich einen Versuch. Ach so. Boah. Deswegen sah die so komisch aus, die war da in der Null. Das, ja. Das ist richtig. Das Jahr war nur eine Verschiebung. Nicht negativ. Nein. Einfach.
Ich weiß, dass sich deine negativen Gefühle hier auf was anderes fixieren. Hallo Fledermaus, bitte stirb. Wäre schon nett, ne? Ja, da bin ich wieder mitgegangen, ja. Ja, schon. War schön anzusehen. Jetzt, was jetzt noch gefehlt hätte, wäre, wenn das Ding untergegangen wäre. So, ich werde jetzt mal instant dyen. Gut, das funktioniert nicht. Hätten wir uns auch dran erinnern können, weil wir oben ja schon öfter mal das Problem hatten, ne? Das ist nicht... Ja... Wobei ich glaube, beim zweiten Mal ist es dann so animiert, als ob das Ding so über die Kante weggeht. Hm. Aber offensichtlich funktioniert es nicht. Offensichtlich stört das die Hitbox nicht. Ja, Herz Kasper. Mhm. Also eigentlich habe ich jetzt ja nicht mehr so die Lust, ne? Da oben bewegt sich was. Den scheiß Stein erinnern. Nicht, dass ich da drüber muss, ja, das weiß ich. Ich war nur irritiert, dass er hier oben in die Decke springt. Hier, ne? Und dann gucken. Schon, gell? Achso, Plättchen. Noch eine? Noch eine. Ne! Safe point! Exit! Please! Nein. Was? Hier, ne? Also, das ist oben, oder? Das ist oben. Jetzt noch, aber gleich nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Lava-Dinger wieder? Ah! Ja, hallo? Was denn? Wie denn? Hast du den Stein da oben? Ja. Nee? Nein. Was? Geh nochmal weiter nach rechts. Was passiert hier? Der Ausgang lauert, wartet hinter den. Aber. Hast du doch mal vorgelesen, warum? Ja, wir sollten vielleicht mal an die Decke gucken. Ist da noch irgendwas? Ja, muss ja. Warte mal, gib mir mal die Anleitung. Am besten Pause machen. Ich hab die Anleitung nicht. Doch. Dankeschön. Ich
Kannst du gegen die Dinger unten hauen? Habe ich bei dem ersten Ding schon versucht. Versuch dich auf die Dinger draufzustellen. Ja, schon. Oh! Nicht, wenn sie feuern. Ja, Achso, ich sollte zweimal, ne? Ich kann auch wieder, wie du möchtest. Besonders gefährlich sind die heißen Quellen am Ende. Hinter ihnen liegt der Ausgang. Hinter ihnen? Ich muss nach oben drücken, um da in eine nicht vorhandene Tür reinzugehen. Wehe, das ist die Lösung. Das charmante Knirschen der Super Nintendo. Moment mal, du hast zwei Leben und bist schon angewiesen. Psch, 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 psch. Eigentlich aus, wenn du springst. Was? Dann kommen die grundsätzlich runter, wenn du springst, meine ich. Das war eigentlich die. Also man kann. Nee, nicht grundsätzlich leider. Manchmal versuche ich das ja für mich zu verwenden. Und dann lösen sie aber nicht immer aus. Also ich verstehe nicht, nach welchem Prinzip das läuft, aber vielleicht wissen die das selbst nicht so genau. Vielleicht ist das alles nur Supernatural. Ja. Und wir sind das auch im Opfer. Ich verstehe die Hitbox nicht und ich will die trotzdem mal rausstehen. Egal ist, ob du brüllst oder nicht, ne? Gab es bisher eine Stelle als Erwachsener, wo das Brüllen was gebracht hat? Ach, die Affen, ja. Ja, nur es mag was gemacht haben, aber es war jetzt nicht zwingend, ne? Nö, es war nicht zwingend erforderlich, aber wenn man wollte, konnte man es für sich nutzen. Also er war wirklich gestunt. Der andere war einfach nur geraged. Dann warten wir doch einfach mal drauf, dass die Leiste mal wieder voll ist, gell? Springen, wie ich das wollte. Und der ist dann nur den einen. Der anderen, auch wenn er auf der gleichen Höhe war, wird aggressiv und keift rum. Ja. So wie ich. Ich hätte jetzt da nicht hingesehen. Da haben sie gesagt. Haben sie da endlich energiemäßig
getötet. Was? Haben sie dich ein bisschen gestorben, weil du keine Lebensenergie hast? Nein, er ist nicht losgesprungen. Ah, schön. Ich habe die Fledermaus gekillt und das Leben gekriegt. Ja. Sieben auf einen Streich. Ich verstehe die Hitbox von diesem Biestern einfach nicht. Theoretisch möglich sein, damit genug Energie anzukommen. Ach nee, dadurch die ganzen anderen Fledermäuse vorher nicht. Dass man da noch Reserve hat, meine ich, aber. Nein. Ich kann dir gar nicht sagen, wie es irgendwie auf die Eier geht. Ich kann es dir nicht sagen. Soll ich dir. Na, gezockt? Ich auch. Ich stehe ein bisschen weit vorne, meinst du? Ja, das auch. Na gut, jetzt geht es sowieso nur noch um Tod. Einen flachen Bauch hat er nicht. Sein, damit genug Energiereserven anzukommen, oder? Habe ich bisher nie. Ich hatte immer das Glück, dass ich Leopold da mit ohne Treffer meinerseits überstehen durfte. Ja, stimmt. Bisher hatte ich das auch. Die zweimal nicht da waren. Also ist dir eigentlich aufgefallen, dass wir jetzt schon seit vielen Wochen Videos aus diesem Ding hier rausbringen, aus diesem Level rausbringen? Nein, weil ich es mir nicht angucke. Ja, du kriegst so eine Benachrichtigung, wenn ich ein Video rausbringe, oder? Ja, aber mein Therapeut hat mir davon abgeraten, diese Serie zu gucken. Das weiß dein Therapeut jetzt schon? Ja. Das ist doch scheiße! Es wäre so einfach, wenn man diese Viecher töten könnte. Auf eine sinnvolle Art und Weise. Warum zum Geier hat der große Simba eigentlich nur so eine Penis-Energieleiste? Mein Sofa wackelt. Du hast Penis gesagt. Je länger die Energieleiste, umso kürzer die Mähne oder umgekehrt, oder was? Ich versteh's einfach nicht. Nein, ich werde draufgehen jetzt. Der hittet mich und dann bin ich weg. Das ist nicht egal. Nein, das ist nicht Entschuldigung. Das ist nicht egal. Das ist doof. Das ist gemein. Szenen einer Ehe. Ah! Wrong.
Nach welchem Konstrukt läuft das ab? Und der Scheiß. Ja, wunderbar, läuft doch. Nein. Das macht keinen Sinn. Irgendwie läuft denn das ab? Ich hasse es, aber ich nicht verstehe. Ich arbeite nicht mal die Aufgaben ab, die ich nicht verstehe. Da drücke ich mich so lange vor, wie es nur geht, und dann irgendwann kriege ich lieber Ärger, anstatt dass ich es nicht machen muss. Dann kriege ich mal Bauchschmerzen vor. Du kriegst einfach Bauchschmerzen davon? Halt die Klappe! Das sind wirklich keine Aussagen. Ich habe für sowas ein Abi gekriegt. So blöd kann keiner sein! Ah! Angefangen zu schlagen, da klappt das auch nicht mit dem Nachbarn. Und hier geht ja sowieso nichts drauf, und außer mir. Ich dachte, ich kenne das, wenn ich von oben drauf lande, dann ist er meistens auch mal so ganz kurz irgendwie so, ich will jetzt nicht. Dann will ich weiter renommen, wenigstens noch das Leben schnappen. Aber was passierte? Er schnappte sich mein Leben. Das war auch mein Gedanke gerade so. Was zum... Du lass dich doch noch einfach nur festhängen. Dann warte ich. Und nicht anschreien, weil das braucht so lange, um zu zünden. Was zum... Die haben halt mein Face gesehen. Mal einer gleich nach oben drücken, um zu sehen, wie weit wir überhaupt vom Exit-Ding sind. Also, ich gehe mal davon aus, dass es einfach der erste ist. Tendenziell kommt das hin, ja. Dann ist das links der. Ja. Jetzt müsste das Save-Point gleich kommen. Ja. Wenn du dich auf die Dinger draufstellst, die machen gleich einmal Blups, bevor sie hochschießen. Das habe ich auch gesehen, aber verstehe ich trotzdem. Was? Also. Wieso? Kann ich hier in die Decke reinspringen? Ich verstehe es nicht. Versuch gleich mal die Steine anzuschlagen, wenn die neben dir runterfallen. Vielleicht funktioniert das ja. Welche Steine sind die? Ach, verstopfen! Oh, oh.
Echt? Ich vertraue auf die Macht. Du kommst da bestimmt ganz alleine sehr gut hin. Jetzt ich versuche. Ey, du kannst auch nicht gegen die Dinger entgegenschlagen, wenn du... Oh! Da ist einer drauf gefallen. Ja, ich hab's gedacht, dass das einfach nur Platz zu tun hat. Und an dieser Stelle sagen wir bis gleich. Weil wir schon wieder 50 Minuten haben.